Wir sind hier gerade bei einem Lost Place, ein ehemaliges Sondermunitionsdepot. Da vorne waren wir eben schon in 6 Hallen, die zum Lagern von Atomwaffen oder Atombomben wahrscheinlich benutzt worden sind. Auf der linken Seite hinter den Bäumen ist noch ein Turm, ein wahrscheinlich Aussichtsturm. Jetzt kommt er langsam zum Vorschein. Und ja, mal sehen, was wir hier noch so entdecken. Beim Turm angekommen. Jetzt müssen wir nur noch gucken, ob man da reinkommt. Ich glaube es ja nicht. Aber mal sehen. Das Gebäude ist, wie man sieht, auch komplett in Tarnfarben angemalt. Hier gehen wir jetzt mal in das Gebäude rein. Hier sind wir in dem ersten Zimmer. Hier wurde anscheinend ziemlich viel zerstört. Hier liegt ganz viel auf dem Boden. Hier noch ein Zimmer. Und hier nochmal. Hier kommt man zum Turm hoch. Kam man zum Turm hoch. Wahrscheinlich war da mal eine Wendeltreppe drin, die jetzt leider kaputt ist. Und hier geht es wieder raus. Hier ist noch ein ziemlich langer Tunnel, in dem man gerade so, ich kann gerade so noch aufrecht gehen. Ich bin 1,75 groß. Hier links kann man noch hochgehen, da kann man geradeaus gehen, da geht dann auch wieder nachher hoch. Hier läuft gerade der andere Luca. Und hier verzweigt er sich anscheinend. Da geht's weiter. Hier ist ein Ausgang, wo rundherum offen ist. Hier kann man dann schon deutlich besser stehen, wie man sehen kann. Hier haben die vielleicht früher rausgeschossen oder so. Wer weiß. Jetzt gehen wir weiter durch den Tunnel. Wieder ein Lüftungsschacht. Ganz viele Lüftungsschächte und wie man sieht, er geht endlos weiter. Mal sehen, wo wir jetzt rauskommen. Hier ist wieder so ein Schießstand. Ich höre gerade, dass wo wir immer dachten, dass es Lüftungsschächte sind,
sollen wohl Schießscharten gewesen sein. Also, das waren keine Lüftungsschichten, sondern Schießscharten, genauso wie hier jetzt auch wieder. Blitzableiter. Da soll der eigentlich einen Lüftungsschacht sein, aber die geht da noch recht weiter. Hier unter mir geht er noch weiter. Da vorne ist noch ein Lüftungsschacht. Da vorne ist die Schießwarte. Diese Öffnung, da sind überall die Schießwarten. Hoffentlich. Und hier ist nochmal so eine Halle. Und wie man hier sieht, rundherum sind jetzt da eine Schießwarte, da eine und da eine. Das heißt, wenn hier jemand rein wollte, dann könnte man überall von aus diesen Schießbaden auf diese Lagerhalle oder das Depot schießen, damit da niemand hingeht und das sichern. Wo geht's hier runter? Echt gut gemauert. Hier wieder ein Blitzableiter. Hier war wohl mal eine große, schwere Stahltür oder Steintür, die dann hier eingehakt werden konnte. Diese Häuser waren wahrscheinlich noch so bis in die 90er Jahre. Jetzt sind wir auf dem Rückweg und jetzt sieht man von hier nochmal ganz schön die ganzen Hügel, wo dann die Hallen sind, also die Hügel sind die Hallen, mit Gras bewachsen, damit man die nicht ganz so schnell sieht. Wo jetzt Autos gelagert worden sind, falls hier überhaupt Autos irgendwo versteckt worden sind in den Hallen und wo die Munition lag oder die Sondermunition eher gesagt. Das weiß ich nicht, aber hier sind nochmal die ganzen Hallen im Überblick. Und ja, danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Abo da und einen Daumen hoch. Auf Spaß noch bei meinen weiteren Videos und tschüss.